Salvete und herzlich willkommen zum nächsten Livecast in Rome 2 Total War. Wir spielen auf Karthago als Makedonien gegen Ägypten und rein da. Ja, viermal Pesheteroi, Thyreos-Speere, königliche Peltasten, Aspis-Hetairen-Reiterei und die Hetairen-Reiterei. Ho, 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 ho. Ägypten. Was verbinde ich da für schlechte Erinnerungen mit? Nicht gut. Ägypten mag ich. So als Fraktion, also selber habe ich mit denen bisher noch nicht gewonnen, aber ironischerweise doch sehr oft gegen sie verloren. Gucken wir mal, was kommt. Was mich doch sehr stark wundert ist, nur so was kleiner, das kann man wirklich mal so einfließen lassen, immer mal so als kleiner Sidekick quasi hier in Informationen hier so über den Multiplayer, über die Mentalität der Leute, was manche so eine Vorstellung von Spam haben. Ich hatte da einen, der hat 7-mal Pesheteroi genommen. Ich finde wirklich, das ist ein bisschen zu overdone quasi. 7 Stück, also mit dem General jetzt einberechnet. Sicher, man kann es machen, aber ich finde es nicht so wirklich ganz fair, weil da hat man eine Riesenfront, um die man herum muss. Und das ist, finde ich, als... Ich hatte Karthago genommen. Als Karthago finde ich definitiv zu schwer, finde ich. Also es gibt wirklich viele, viele, viele gute Spieler, die, finde ich, auch begründet gewonnen haben. Aber es gibt auch Spieler, die... überhaupt keine ausgeglichene Armee hatten und wirklich gespammt haben, was das Zeug kam. Das ist meine Ansicht. So, ich mache jetzt auch mal, ich mache jetzt auch eine lange Linie. Ich meine, anders kann es wohl auch nicht klappen. Der Vorteil ist, wenn ich eine lange Linie habe, kann ich natürlich auch gut das Ganze hier umgehen. Ich habe diesmal auch keine Fernkämpfer dabei, weil ich mir dachte, bin so enttäuscht von denen, was die letzten Schlachten angeht, habe ich einfach keine Lust mehr drauf gehabt, die nochmal einzusetzen. So. Gucken wir mal. So. Gebe dem Gegner noch die Zeit, die er braucht. Gut, wollen wir mal nachsehen. Also wir haben Sichelstreitwagen. Oh. Königliche Leinenpanzer, Schwertkämpfer, hellenistische königliche Garde insgesamt 4-mal. Gut, mit denen können wir schon mal Schritt halten. Dann königliche... okay, gut, ich sehe schon. Ich sehe schon die Sichelstreitwagen. Werde ich mit der Kev abfangen müssen. Mal gucken, ob diese breite Front tut. So. Was wirklich eine taffe Herausforderung ist, ist, dass man bei den Pässe oder jedes Mal die Phalanx reinmacht. Das ist nämlich gar nicht so einfach, finde ich. Und auch, dass die anderen rausspringt, das sind so ein paar Kleinigkeiten irgendwie, die mir so ein bisschen sauer aufstoßen hier im Multiplayer, weil das ist irgendwie so ein bisschen zu genau genommen vielleicht. Und dann wieder zu sehr ausgeglichen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann es gerade irgendwie schlecht beschreiben. Na, gucken wir mal, was das gibt. In diesem Gefecht. Sichelstreitwagen kommen von oben runter. Da beide keine Fernkämpfer haben, ich nicht und mein Gegner auch nicht, dürfte diese Sache schon mal ohne Vorgeplänkel ablaufen. Es gibt auch keinen Cav-Kampf wirklich. Es gibt nur eine sehr, sehr starke Front. Und die Flanke ist, denke ich, auch gut gesichert mit den Streitwagen. Gucken wir mal, ich habe Streitwagen bisher noch gar nicht eingesetzt. Aha. Wieso? Jetzt bricht er mit denen aus? Ist ja interessant. General!
Ecke mal ein bisschen näher noch. Ach, der will ja wahrscheinlich meine Calf auf der Seite hier irgendwie abfangen. Kann er vergessen, ich gehe auf die Seite. Er greift mit den Speerkämpfern an. Nee, nee, er bringt sie noch näher. Okay. Ich denke mal, seine blöden Siegelstreitwagen werde ich gleich angreifen müssen. Denn die sind gefährlich. Zwingen wir ihn mal in Angriff. Der ist mir da viel zu ruhig. Gehen wir hier schon mal in die Phalanx. Hier auch. In Stücke, also wer diesen, wer diese Texte geschrieben hat, also wirklich. Frag ich mich doch jedes Mal wieder, also Summer hier, was geht denn da los? Wer hat denn diese Texte geschrieben, wirklich? Also von den Synchronsprechern. Kann auch sein, dass ich manchmal vielleicht ein bisschen zu früh pushe, habe ich mir überlegt. Keine Ahnung. Auf der Seite würde er schon mal wanken. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier hinten rein. Wieder zurück. Vorsicht, nicht in die Phalanx. Nicht in die Phalanx. Kommt schon, Pesetairoi. Was war man denn eigentlich hier? Ach da, okay, gut. Ich habe jetzt vor einem Moment gedacht, wo ist er denn jetzt eigentlich der Herr? Von hinten. Ja, es sieht ungelogen recht gut für uns aus, finde ich. Es ist für mich immer so eine große Motivation, wenn ich eine Schlacht mal gewinne, weil ich muss zugeben, macht daraus wirklich auch kein Hehl und ich schäme mich dafür auch nicht, aber ich habe sehr viele Niederlagen. Ja, gut. Ich denke mal, das haben wir gewonnen. Ja, da hat er sich scheinbar verkalkuliert, wie er jetzt gerade selber so ein bisschen durchblicken lässt. Er hat gemeint, er müsste auf irgendwas achten, keine Ahnung, was er meint, aber... Oh, hier habe ich gar nicht mehr aufgepasst hier. Aber die können wir weg. Ja, das hätten wir. Gute Sache, wirklich. Ich hätte es nicht gedacht, vor allem, weil den Sichelstreitwagen... ist alles in allem eine gute Schlacht. Also ich zeige definitiv auch Niederlagen, also da ganz ehrlich. Zum Beispiel die letzte Schlacht war ja eine Niederlage mit Karthago. Ich versuche wirklich aber auch so ein bisschen das auszu... Ja, wie soll ich sagen, auszu... Wie könnte man es am besten ausdrücken? Mir fällt gerade der
Begriff dafür. Ja, so ein bisschen da so das auszugleichen, das war's. Knapper Sieg für Makedonien. Es zeigt sich wirklich, dass die Phalanx hier, boah, also die Pass-Hitter da wirklich biestig sind. Die eine 199 Kills. Ja, also die Sichelstreitwagen vom Ägypter waren eigentlich total nutzlos, finde ich. Ich weiß ohnehin nicht, Sichelstreitwagen finde ich bis jetzt relativ nutzlos. Ich habe sie einmal mal in der historischen Schlacht versucht zu benutzen, glaube ich. Das war mit den Seleukiden. Relativ nutzlos, finde ich. Seine hellenistische königliche Garde war es, glaube ich. Die hat noch am besten abgeschnitten. Seine Schwertkämpfer haben gar nicht gut abgeschnitten. Mit der Kev konnte ich geht so Schaden machen. Mit den Schwertkämpfern war es auch ganz gut, aber wirklich am besten haben hier noch die Phalangen abgeschnitten. Also die Pass-Hitter, ich kann es nicht anders sagen. Das ist nun mal in diesen Diadochenstaaten, aber auch Ägypten, ne, schon eine Spezialfähigkeit. Ja, gut, so viel dazu. Ich hoffe mal, die Schlacht hat euch gefallen. Mir persönlich gefällt sowas immer natürlich. Gewinnen ist ein schönes Gefühl, aber ans Verlieren musste ich mich auch schon zu oft gewöhnen. Jetzt ist mal wieder Zeit für einen Sieg. Ihr seid wie immer herzlich eingeladen, das zu kritisieren, euer Feedback abzugeben. Ich versuche halt so in nächster Zeit richtig viele sehenswerte Schlachten auf die Beine zu stellen. Das weiß man natürlich vorher nie, weil man hat hier so mal so Leute und ich habe auch schon viele Male aufgenommen, wirklich. Und da habe ich mir nachher gedacht, nee, entweder waren die Spieler nur Leute, die spammen, campen eigentlich nicht mehr so wirklich, sondern spammen. Dann waren es Leute, die vielleicht dann doch ein Stück weit, sag ich mal, besser waren. Ich versuche es immer auf einem Level so zu halten. Anspruchsvolle Schlachten sind natürlich auch gut, aber auf diesem Level sehe ich mich noch nicht, weil ich noch nicht mal alle Fraktionen durchgespielt habe. Also wenigstens einmal angespielt habe. Es werden immer mehr, aber ich habe schon so meine Präferenzen gesetzt, welche Fraktion ich gerne spiele. Und mich würde auch mal interessieren, ob ihr wirklich mal alle Fraktionen durchgespielt sehen wollt. Oder natürlich ist es immer schön, ne? Nicht immer nur Makedonien oder irgendwas. Ist ja klar. Aber ist es so, dass immer wenn man sich vornimmt, ich möchte jetzt mal diese Fraktion spielen und man sieht derjenige hat zum Beispiel Rom, da sagt man sich eigentlich, nee, nee, das geht nicht. Also man kann sich ja ausrechnen oder Partien, dass dies und das nicht geht. Und dann spielt man mit einer anderen Fraktion. Ich finde echt, es gibt Fraktionen, mit denen kann man nicht gewinnen gegen eine bestimmte andere Fraktion. Bin ich der Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, sagt's mir. Ich bin ganz klar der Meinung, weil es gibt dann bestimmte Sachen, so ein Standard. Zum Beispiel Rom. Habe ich jetzt so viele Male prätorianische Garde gesehen. Die stärkste Nahkampfinfanterieeinheit, glaube ich, fast im ganzen Spiel. Ich weiß nicht, ob die Seleukiden, die Schwertkämpfer anders sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Taya.